Das Verb lassen. Das Verb lassen hat viele Bedeutungen und Funktionen. Heute würde ich euch kurz vorstellen, lassen im Sinne von etwas nicht selbst machen. Ich lasse mich von meiner Mama wecken. Wenn sie nicht zu Hause ist, dann lasse ich mir Essen liefern. Ich kaufe fast alles online, daher lasse ich es immer liefern. Wenn etwas nicht verfügbar ist, lasse ich mich informieren, wann es wieder da ist. Wenn meine Mama zum Einkaufen geht, lässt sie immer die Ware nach Hause liefern. Deswegen war es für mich mein allererstes Mal in Deutschland, nach dem Lebensmitteleinkauf die Sachen selbst nach Hause zu bringen. Bei einer Online-Metzgerei bezahle ich beim Bestellen, wenn es noch nicht geschlachtet ist. Aber nach dem Verpacken lassen sie die Preisdifferenz automatisch erstatten. Wenn man eine neue Wohnung findet, lässt man umziehen. Dabei kann man auch die neue Wohnung aufräumen lassen. In Korea, wenn man betrunken ist, lässt man sein Auto fahren. Ich denke, damit fühlt man sich sicherer als ein Taxi nehmen. Einige meiner Freunde, die alleine wohnen, lassen regelmäßig ihr Haus aufräumen, Wäsche waschen und die Bettwäsche wechseln. Manche lassen Gemälde oder Blumen liefern, um das Haus zu dekorieren. Ich lasse meine Starbucks-Karte automatisch aufladen. In manchen Cafés lässt man Roboter Kaffee zubereiten und bedienen. In manchen Buffets lässt man Roboter Snacks und Nudeln kochen. Wenn ich zu spät das Haus verlasse, lasse ich mich von einem Taxi zu meinem Ziel fahren. Wenn in Vorlesungen zu viel geredet wurde, lasse ich es aufnehmen. Ich bestelle die Lehrmaterialien und Bücher und lasse sie liefern. Ich lasse mein Konsumverhalten analysieren. Dann lasse ich mein Vermögensportfolio machen, damit ich meine Assets verwalten könnte. In Korea spielt das Alter große Rolle und die Sprechweise nach Alter ist sehr wichtig. Normalerweise sitzen meine jüngeren Freunde mit mir, aber ich lasse sie mich duzen, wenn wir beide damit einverstanden sind. Ich lasse die Zähne immer noch in Korea reinigen, da es günstiger und schneller als in Deutschland ist. Normalerweise lässt die Firma die Mitarbeiter jedes Jahr ein Gesundheitscheck-up machen. Ein- oder zweimal im Monat lasse ich mich akupunktieren. Ich lasse mich regelmäßig physiotherapeutisch behandeln. Ich lasse regelmäßig die Haut reinigen und Pickel entfernen. Ab und zu lasse ich mich mit Laser behandeln. Ich lasse mir auch regelmäßig massieren. Das mache ich immer noch, jedes Mal, wenn ich nach Korea fliege. Ich habe viel mit meinen Haaren getan. Ich lasse meine Haare schneiden, waschen und massieren. Manchmal lasse ich meine Haare bleichen, färben und verlängern. Ich lasse meine Augenbrauen wachsen und pflegen. Ich lasse meine Wimpern verlängern. Ich lasse meine Nägel pflegen und machen. Pediküre lasse ich nur im Sommer machen. Da kann man nicht nur die Seele, sondern auch die Füße baumeln lassen.